Also ich habe ja immer schon gesagt, wenn man Keyboard spielt, muss man mindestens einen höheren Bildungsabschluss haben. Ne, also Akkorderkennung, dann haben wir da rechts Genre, was Styles haben wir gerade gesagt, was Thema Styles, der richtige Style finden, Rhythmus finden, mit dem Tempo gucken, Freeplay Styles, alles mit dem Style. Übrigens, ein Thema bei dem Style haben wir vergessen, kommt vielleicht gleich nochmal so zwischendurch. Wenn ich einen Style spiele, ich stelle mir immer alles vor, Style, wenn ich mit Style spiele, das ist ein Orchester. Also ich interpretiere eine Nummer und dann stelle ich mir vor, also der Solist, das bin ich ja, rechte Hand, das spielt jetzt, wenn man Klavier. Dann spiele ich noch gerne mit der linken Hand, suche ich mir noch ein passendes Instrument aus. Dann sind die, sagen wir mal ein Bläsersatz, bedeutet in der Kapelle ist der Pianist schon dran, rechte Hand. Der Bläsersatz linke Hand. Heißt im Klartext, wenn man es richtig machen will, musikalisch schön, hat dieser Sound, diese beiden Sounds, die ich jetzt schon mit der Hand spiele, im Style nichts mehr verloren. Ne? Ja, man spielt einfach drauf los, da läuft der Begleitautomat. Wenn man es schön machen will, gucke ich wieder im Mischpult. Das ist immer meine Lieblingseinstellung. So. Dann sehe ich, dass, wenn ich jetzt die Melodie mit dem Piano spiele, würde sich normalerweise die Begleitspur würde sich wahrscheinlich mit meiner Melodiestimme schneiden. Ausmachen. Einfach. Kann ich ja sehr schön in diesen Registrierungen ablegen. Ne? Also immer gucken, dass man möglichst die Stimme nicht doppelt. Immer die Kapelle vorstellen, wer das ist, und das teilt sich auf. Mein Solist, rechte Hand, und die Begleitband. Und das darf sich nicht doppeln. Wenn ich also zum Beispiel mit einer Flöte eine Melodie spiele, dann muss die aus sein. Die dudeln ja gerade auf der Spur, dudeln die ja das dollste Gedöns darum. Das schalte mal aus. So, Style finden haben wir gesagt, müsst ihr einfach durch. Mache ich auch, weil du ja auch. Also stundenlang höre ich mir wirklich Styles an. Immer beginnend mit der Variation B, sehr viel Country-Sachen. Schalte bis auf Bass und Akkomp 1 oder 2, also Chord 1, 2, alles andere stumm und hör mir das an. Tempo verändern, langsam, schnell. Und dann mache ich mit jedem Style. Und dann hört sich erstmal das Original an. Das auch. Den Vorteil habe ich natürlich, ja. Ich habe halt neben mir noch einen PC stehen und bei mir ist immer YouTube an. Also wenn ich jetzt was spielen will, André Rieu, dann lasse ich mir das gerade, gucke ich mir das gerade in YouTube an, wer spielt da wann, welches Solostück, oder hat er hauptsächlich Geigen oder hat er hauptsächlich Trompeten eingesetzt. Ne? Wobei, man muss sich meiner Meinung nach nicht so zwingend an die Vorgaben da halten. Ne? Also ich, wenn der André Rieu das mit Geigen spielt, dann kann ich sagen, pff, ja. Ich war jetzt mal eine Zeit lang auf dem Trip, da gibt es einen jungen Mann, Hauser heißt der, der spielt Cello. Hauser. Der wird so in YouTube gesponsert, der macht immer in Italien in den tollsten und Griechenland in den tollsten Sonnenorten macht der Videos, der spielt hervorragend Cello. Das ist ja auch ein sehr erotisches Instrument, tief. Ne? Und der habe ich richtig Schluss gekriegt. Das heißt, der spielt alles, was man sich vorstellt, ein Beatles-Titel, Yesterday, egal was, spielt der mit dem Cello. Da habe ich gedacht, ui. So. Und das ist dann für mich so eine Inspiration, okay. Probierst du das auch mal? Dann muss ich jetzt, und dann wäre jetzt die Überleitung zu unserem Thema, natürlich Cello spielen. So, und jetzt sind wir jetzt von den Styles, kommen wir so langsam zu dem Thema hier unten, Instrumente. So. Und da werden wir richtig gefordert. Die Anforderungen an uns als Keyboarder hat kein anderer Instrumentalist. Wir haben ja jetzt hier alle Instrumente drin, Trompete, Saxophon, Flöte, Klavier, Cembalo, Shakuhachi, Dröte, was weiß der Teufel. Und wenn das alles schön klingen soll, müssten wir diese Instrumente alle spielen können. Oder zumindest wissen, wie die funktionieren. Also geht jetzt um Gottes Willen nicht hin und sagt auch Klarinette, ich will Klarinette, fertig. Geht, aber klingt halt nicht. Ne? Jetzt haben wir zum Beispiel beim Yamaha eine sehr schöne Romanze-Klarinette. Unglaublich tolle Klarinette. Hallo, Uwe.
Dem kannst du direkt schon mal im Vorgriff einen schwarzen Stern geben, der verdient okay. sich die immer. Wird zu spät kommen. Genau. Da muss nachsitzen. So, da haben wir es ja die. Wo ist sie? Ist sie noch da drin beim Genos 2? Ja. Romanze Klarinett. Alexa. Da ist sie doch. So. So. Jetzt kann ich einfach spielen. Gut, ne? So. Wäre nicht so der Bringer, ne? Da, ja. So, nehmen wir mal. Zu schnell. Noch schneller. Jetzt sind wir beim Thema Style-Suche, ne? Machen wir den. Viel zu schnell. Einfach Tempo. Zurück. Wie nennt man diese Spielweise? Laidback. Walter? Ja, sonst schleppen. Immer später, ne? Hinterm Schlag. Immer hinterm Schlag. Also war. So nach dem Motto, ich komme nicht nach. Ist musikalisch hohe Kunst. Ich bin eher einer von denen, mir geht das mit dem Rhythmusgerät zu langsam. Das machen wahrscheinlich viele auch, die laufen eher dem Rhythmusgerät weg. Und ziehen vor und der Rhythmus kommt falsch. Ne? Also, so, jetzt zur Klarinette. Jetzt muss ich natürlich wissen. Ich muss hier ein Mikrofon reden. Nee, geht ja hier. Ne? Ja, jetzt muss ich wissen, in welcher Tonlage spielt die Klarinette. Ja, die geht runter bis zum F, aber da, ich sag dann immer, wir hören uns mal den Amateur-Trompeter an. Ne? Ich kann auch Trompete spielen, Amateur. Das heißt, ich kriege unten so ein C hin, eine Oktave, nur schon mit der Spitze. Dann klappt so 10 Minuten in der Blasprobe, klappt das nächste G, das eingeschlichene, zweigeschlichene G, also anderthalb Oktaven, mehr kriege ich nicht hin. Also ich komme gar nicht sauber bis zum hohen C. Also, ne, gar nicht dran zu denken. Ne? Theoretisch kann so einer, die spielen locker bei 2,5 Oktaven. Also ich stelle mir vor, ich spiele jetzt einfach wie im Jugendorchester und so, anderthalb Oktaven. Klarinette eigentlich genau das gleiche, wobei die Klarinette einen deutlich größeren, die hat größeren Umfang. Muss ich aber nicht, weil wenn ich jetzt hier hochgehe, so. Ich darf natürlich schon nicht zu tief runtergehen, weil sonst wäre es musikalisch falsch. Ne? Bisschen tief, können 2-3 Töne höher sein, wäre sauberer. Das ist die Botschaft. Ich muss also zuerst mal wissen, wie ist die Tonlage, wie die spielt. Und wie spielt der? Wie spielt der Saxophonist? Der bläst nicht jeden Ton an. Wenn ich in der Probe jeden Ton einzeln anstoße, dann gibt es einen vom Dirigenten auf die Nuss, weil er sagt, da gibt es da oben die komischen Striche da oben drüber, ne? Bindebögen. Ich muss das wissen, der bläst nicht jeden Ton an. Da. Und hier haben wir wieder einen Punkt, wo Yamaha klare Vorteile hat vor dem Kork. Wenn ich Kork spiele, habe ich schon mal von einer guten Musikantin, der Anne will, einen furchtbaren Rüffel bekommen. Da hat die gesagt, wenn du Trompete spielst, spiele einstimmig. Nächstes Stichwort. Klarinette, Trompete, Flöte, einstimmig. Wir spielen einstimmig, weil es gibt keine zweistimmige Trompete. Da habe ich gesagt, ich spiele doch einstimmig. Nee, sag ich, du spielst nicht einstimmig. Wenn du die Töne verwischst, dann hast du einen Bruchteil einer Sekunde, kommen zwei Töne.
muss man schon genau hinhören, aber die hat das gehört. Ne? Also muss ich beim Kork hingehen und muss einfach diese Trompetenstimme oder jede Blasstimme, sagst du wohl, auf Mono stellen. Dann ist das ausgeschlossen. Also, Yamaha hat den Vorteil, dass wenn ich jetzt hier einen Ton gedrückt halte, halte den mal fest und spiele jetzt oben einen drüber, ne? Der schaltet automatisch auf Mono. Man könnte das überlisten, wenn man exakt gleichmäßig zum gleichen Zeitpunkt zwei Tasten anschlägt, kommen die tatsächlich zweistimmig. Beim normalen Spielen würde jeder... Also ich kann ruhig vermischt spielen, unsauber spielen. Ich habe immer nur einen einzigen Ton. Und da gibt es auch ein sehr schönes Beispiel für die Blasinstrumente, zum Beispiel die Flöten oder nehmen wir mal die Klarinette. Wenn ein Klarinettist, wenn der einen Triller spielt, also der Pianist, der spielt ja, wenn der einen Triller spielt, muss der ja zwei Tasten. So, wenn der Flötist oder der Klarinettist, wenn der spielt, so, jetzt macht der einen Triller. Der geht ja nicht hin und macht, bläst also jeden, der bläst einmal rein und bewegt nur eine Klappe. Ne? So, jetzt halte ich die eine Taste gedrückt und spiele nur mit einer Taste. Das ist ein richtiger Triller. Jetzt machen wir mit zwei Fingern rein. Ne? Kann er nicht, dem läuft das Rüttel, läuft dem hinten nur vor. Ne? So, aber das ist die Kleinigkeit, wo man sagt, warum klingt das bei einem anderen, wenn der Peter Bartmanns und so gespielt hat, dann sagen wir, da klingt das anders, weil der genau darauf achtet. Also bewusst Staccato spielen, aber Legato und beim Triller zum Beispiel sowas. Einstimmig. Muss man wissen. Dann haben wir noch, also ihr merkt, jetzt sind wir bei so einem Thema, was wir alle schon im Kopf haben müssen. Ne? Eben waren wir noch beim Fingerautomat und Bass müssen wir spielen, die ganze Kapelle müssen wir kennen, jetzt müssen wir noch die Tröten müssen wir noch kennen, alles Mögliche müssen wir kennen. Müssen so Legato spielen, Staccato spielen, einstimmig spielen und dabei hilft uns Yamaha. Mit den Super Articulations. Die haben also viele Artikulationen, also bestimmte Effekte ja eingebaut. Die werden ja auch hier angezeigt, kann man sich ja anzeigen lassen. Bei der Macht zum Beispiel ist es bei der Klarinette so, wenn ich jetzt einen Intervall von einer Oktave spiele, spiele ich die aber jetzt unsauber, indem ich also beide kurz, passiert nichts. Ich muss also jetzt einen kurzen Moment die unterste Taste halten, kann aber nichts passieren, dass ich also jetzt vermatsche, mehrstimmig spiele, sondern Yamaha macht ja immer nur einen Ton. Ne? So. Das sind dann die, wo immer dieses SA2 darstellen. Genau, Super Articulation 2. Ne? So, beispielsweise bei der. So, also wir müssen jetzt wissen, der Effekt ist da. Jetzt können wir diesen Effekt, dann merken wir mal, was wir für Möglichkeiten haben, den kann ich jetzt beim Spielen mit den Tasten bewegen. Bleiben wir nochmal gerade bei der Gitarre. So. Ich kann aber auch hingehen und kann jetzt hier eine Superartikulationstaste nehmen. So, ich drücke die mal und beim nächsten Anschlag... Macht er mit dem Mundstück von der Klarinette, zieht er das hoch oder den anderen Effekt? Oder? Ja? Muss ich aber jedes Mal neu drücken. Muss man jedes Mal drücken. Das heißt, nicht einfach nur so die Klarinette da runterrubbeln, ne, sondern entweder mit der Hand oder vorher Artikulationstaster drücken oder, wenn die Hände hinten vorne nicht mehr reichen, Fußtaster. Das geht aber erst ab der Quinte, oder? Das kommt darauf an, welches Instrument man spielt. Das kommt auch noch dazu. So. Macht er nicht. Septim. None, neunte Ton, macht das nicht.
Wir müssen jetzt alles im Kopf haben. Also wir müssen beim Klarinette spielen dran denken, einstimmig, Legato spielen oder kurz spielen, Artikulation drücken, notfalls ohne mit den Füßen. So, das ist jetzt nur die Klarinette. Das kann man jetzt fortsetzen bei der Flöte, bei der Trompete. Großer Fehler bei der Trompete, hat mir schon einige sehr negative Kommentare in YouTube eingebracht. Er hat mir schon einer geschrieben, dein Trompeter ist tot. Ja, er hat recht, da habe ich schon gedacht, man ist doch so schön. Und dann bin ich am Spielen, ne? Und dann hat er dann erklärt, du musst ja mal Luft holen, ne? Ja, ne, also, du opferst ja lauter die ganze Bläsergruppe, die opferst du ja, ne? Das ist so, also auch darauf muss man gucken. Und Ergebnis ist immer, dann klingt es doch besonders gut, ne? So, Trompete, genau das Gleiche. Da kann man jetzt ein schönes weiches Flügelhorn nehmen, das ist ja auch gerade hier sehr, sehr schön. Und dann wird man ja dazu verleitet, auch so ein bisschen danach zu spielen. Achso, Aftertouch habe ich vergessen. Also nicht nur, dass wir jetzt einstimmig spielen oder Artikulation spielen, sondern wir haben auch noch. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt ein bisschen, das ist ja voreingestellt, ne? Also ich schlag an, dann wird das Vibrato stärker. Also kriege ich ziemlich viel Ausdruck da rein. Klingt doch. Ist das Aftertouch alles, oder? Ja, ja. So, das heißt, das klingt nur, das ist ja technisch nicht schwer, was ich da spiele. Ich muss mich aber in den. So, jetzt weiß ich, der Trompeter, der Uwe ist ja auch Trompeter, die machen ja manchmal mit den Ventilen blub, blub, und spielen so einen Vorschlag. Geht mit der Trompete, weil er zwei Töne ja anschlägt. Muss man üben, reinüben. Ne? Ja. Da war wieder der Oktavsprung. Das machen die gerne. Und den André Schoner, den können wir mal anrufen. André sagt, der André macht schöne Sounds. Der hat jetzt mal eine Nummer mit der Trombone gespielt. Ne? Der ist ja auch, der macht ja auch Schnuddel, Schnuddel, Schnuddel. So ein Typ, ne? Ist das korrekt? Nee, geht mit der Trompone nicht. Der hat ja eine Posaune. Der kann nur. Das kann er machen, aber der kann zum Beispiel nicht. Wenn man nicht aufpasst, ne? Geht nicht. Wäre falsch. Wer den Posaunenspieler, der wird jetzt sagen, hat ja keine Ahnung von. Ne? Ne, das geht nur. Muss. Ja, wir reden ja jetzt nur über Dinge, die einfach ein bisschen schöner klingen, weil Keyboard spielen könnt ihr alle. Ne? So, jetzt geil, Akustikgitarre. So. Der ging nicht. Bei der Gitarre ist ohne bei E-Schluss. Ne? So, ein Gitarrist würde nie, erstmal wenn ich jetzt zugreife, mache ich einen E-Dur-Akkord. Da wird jetzt der Gitarrist sagen, was ist denn das? Ich habe jetzt 8 Finger. Wie viel Zeit hat die Gitarre? 6. Ja, die 12, die sind ja oktaviert. Die sind, das sind ja Doppelseiten. Normal 6. Also ich weiß, ich darf nicht mehr wie 6 Tasten gleichzeitig spielen. Außerdem wird ein Gitarrist nicht so spielen, sondern. Ja, der kann ja physikalisch, kann der ja nicht 6 Seiten anschlagen. Wenn ein Gitarrist.
Ja, gerne, gerne, gerne. Herzlich willkommen. Passen noch ein paar rein. Ja, dann machen wir noch. Wir haben das immer so gemacht, Bernd, wenn die neue reinkommen, die stellen sich kurz vor und geben ihre PIN von der Kreissparkasse dann. So, also Arpeggio spielen. Und das macht es aus, dass ich einem Gitarristen zugucke. Ich, wie gesagt, YouTube da. Wenn die spielen, dann machen die meistens, wenn die dieses Picking spielen, dann spielen die nie vierstimmig, bestenfalls dreistimmig. Machen dann meistens mit dem tiefsten Ton den Bass und spielen oben ein, zwei Melodien. Manchmal schaffen sie doch, mehr schaffen die nicht. Also, die würden jetzt nicht... Ne? Die würden... So spielen die. Und zwar ist das ein Muster, was die nur mit drei Fingern spielen. Oder bestenfalls kurzer Aftertouch, ne? Alles gehört alles dazu. Ja, ich kann auch so spielen. Also allein schon falsch. Arpeggio? Ja, dann klingt es. Ne? Ja, genau. Natürlich auch, ja. Ja. So, und wenn ihr jetzt mal, was so Beispiel gut kommt, das ist natürlich immer so ein Vorzeigebeispiel. Ja, gut. Nee, es läuft, wir haben einen Lauf, weil die verraten inzwischen alle ihre PIN-Nummer. Nee. Nee, das ist ja teuer, das wird meine Frau nicht mitmachen. So, also man merkt, das kann man jetzt beliebig fortsetzen. Ihr müsst euch wirklich die Mühe machen, euch dann zum. Ja. Spielst du das jetzt alles mit Fußpedal oder ohne? Ich habe immer. Achso, das kann man jetzt sehen. Ich habe. Fußpedal wäre auch ein Thema. Ich habe jetzt ein Sustain-Pedal. Ja. Weil ich die Gitarre offen spiele. Hat der Stiefsolitär mich mal angerufen und hat gesagt, das ist falsch, es gibt kein Sustain an der Gitarre. Stimmt. Eine Gitarre hat zwar kein Sustain-Pedal, aber wenn ich die Saiten offen anschlage, offen heißt, klingen die nach. Ja. Ne? Und gestopft heißt, der geht oben hin mit seinem Barriergriff und macht die wieder stumm. Offen. Pedal. Da habe ich den Intervall. Das ist der Nachteil. Natürlich, das dürfte normal jetzt nicht passieren, wenn ich eine Quarte spiele, Legato, dann macht er diesen Gleit hoch. Das würde aber bei so einem Akkord, muss ich jetzt aufpassen, dass ich. Ja, ne? Immer den drei Fingern und dann macht er unten den einen Bass da. Ne? So. So wäre Gitarrespiel. Zu deiner Frage mit den Pedalen. Wir haben ja drei Anschlussmöglichkeiten, genau wie beim Korg. Für mich ist absolut erforderlich das Sustain-Pedal, bei denen heißt das Dumper oder Nachklang, weil ohne das könnte ich ja Klavier, da kommt es her, könnte ich das ja gar nicht spielen. Ne? Typischer Klaviergang. Habe ich jetzt kein Sustain-Pedal? Ne?
würde mir gar nicht anders können, ne, Walter? Also, heißt aber jetzt umgekehrt. Wir haben ja, wir können ja die Registrierung machen. Wehe, es geht jetzt einer hin und meldet eine Violine. Ne? Machen wir mal die Violine. Mit dem Pedal. Dann gib es aber ein. Das gibt 3 schwarze Sterne. Ne? Also bei einer Violine gibt es kein Sustain. Ne? Das ist aus. Für mich also der Sustain-Schalter der wichtigste Taster, den man haben kann. Da gleich gefolgt von dem Lautstärkepedal, wenn wir das gerade mitmachen. Ja, Lautstärkepedal. Das Ding da. Genau. Genau. Ja. Also, kommt ab und zu kommt einer und fragt, ja, ich mache das ja nicht mit dem großen Master-Volume-Knopf, ich mache das mit dem Volume. Ja, also mit dem Pedal. Das heißt, du kannst ja das Pedal so einstellen, Volume, dass das ganze Keyboard leise gemacht wird. Unsinn. Die Band spielt in der Regel immer in einer gleichen Lautstärke und meine Soloinstrumente kann ich in der Lautstärke anpassen. Also Volumepedal versteht sich eigentlich nur auf die rechte und linke Hand. Wenn ich jetzt hier gucke, muss ich darauf achten, bei Kontroll. Ja, so. So, Volume. So, jetzt habe ich oben Volume angewählt. Jetzt ist dieses Volume auf alles, was in dem Keyboard ist, also sogar auf Gesang ist Volume aktiviert. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich jetzt... Ne? Geht nicht. Ne? Also, bei mir ist die Einstellung grundsätzlich, sag mal, so. Ne? Oder so. Also, das speichere ich individuell ab. Und dann brauche ich aber so oft eigentlich kein Volumepedal, außer, und da ist es für mich lebensnotwendig, wenn ich Akkordeon-Sounds spiele und die Orgel-Sounds. Also wenn ich Orgel-Sounds spiele, meint manche die nicht die klassische Orgel. Klassische Orgel gibt es kein laut und leise. Die haben zwar... Und die klassische Orgel gibt es auch. Ja, die machen da so eine Schublade zu vorne. Ne? Das heißt, die dämpfen den Sound ein bisschen. Aber ist aber kein, wird eigentlich nicht leiser. Ne? Also die, wenn da die Luftstrom in die Pfeif, in die Piff reingeht, dann pifft die. Und... Also Orgelsounds, da brauche ich das dringend. Bei den Hammond-Orgelspielern, bei den modernen, die betonen ja jeden Ton, betonen die ja unten mit dem Fußpedal. Die wird, ja, die pumpen. Ne? Das heißt aber, die ganze Begleitband, die darf das natürlich nicht machen. Ne? Wenn ich jetzt hier... ich habe jetzt das SX600, ich weiß nicht, ob das das macht. Ja. Ja. So, da wird dann pumpen die den Ton immer, ne? Ich glaube, wo man das auch noch gut gebrauchen kann, also mit diesem leise, also manchmal mache ich das auch bei den Replay-Styles, den Hintergrund dann so langsam kommen lassen. Genau. Das guter Hinweis, Sternchen, goldenes, kein schwarzes. Ja. Das geht nämlich auch ganz gut. Ja. Wer Meister da drin ist im Nutzen des Pedals, das mache ich, wie gesagt, nicht, ist der André Schurner. Der André Schurner, der macht seine ganzen Orchester-Sounds, ist der ständig am Regel. Der macht also tatsächlich extrem viel mit dem Lautstärkepedal. Das versuche ich immer mit der Anschlagsdynamik. Da gibt es keinen. Die haben ja. Schon nicht, aber das ist gleich ein Grund. Ja. 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 Genau. Und bei Steve wieder zum Beispiel das Bending nach unten. Ja. Das mache ich dann, weil da kann man jetzt stufenlos regeln. Ja, ja. Passt ja nicht. Ja, ja. Aber dann ist es 0 oder 1. Ja. Also beim Zwischendrag immer das weggestellt. Genau. Aber das sind natürlich Schwierigkeiten, wenn ich mal vorstelle, ich lege jetzt dauernd immer andere Funktionen auf das Volumepedal, muss ich ja auch noch wissen, was habe ich bei der Nummer, gerade auf dem Volumepedal. Ne? Also ich habe ein paar Musikfreunde, die haben dieses Behringer-Pedal, wo ohne so 10 per MIDI mache ich 10 Befehle, da käme ich gar nicht mit klar, ich wüsste gar nicht, wo ich da ohne drehen müsste. Ne? Ja. So, also die Spielweise der wir müssen natürlich jetzt die Artikulation müssen wir wissen, also war jetzt nochmal eine Anregung, da vielleicht mal drauf zu hören. Und dann haben wir ja gesagt,
eben nochmal zurück zur Trompete oder Saxophon. Nehmen wir mal den Captain Cook. Ja. So, jetzt hat der Captain Cook, der besteht ja aus dem Captain, der ist ja der mit der dunklen Uniform, der vorne sein Solo bläst und dann hat er noch drei, ist wieder einer mit der Cut. Ja, sicher. Ja. Alles rein. Wenn ich mein Volume-Pedal ganz runter abfahre, dann höre ich gar nichts mehr. Ja, ist gut. Das ist aber nicht das, was du meinst. Denn du meinst, die Band müsste immer noch laut sein, aber meine Begleitung, die Liedstimme müsste runtergefahren werden. Ja. Das ist jetzt einmal, das liegt an deinem Gefühl, weil du sagst, ich will nicht ganz auf Null runtergehen. Du kannst sehr viele Pedale kannst du einstellen, dass immer noch eine gewisse Grundlautstärke ist. Oder du regelst halt einfach durch den Fuß. Es ist nur so, wenn du jetzt alle, auch die Bekleidung mit dem Pedal dann leise nimmst, dann kommt ja so ein Pumpen. Da ist ja die ganze Band, die würden ja schlagartig leiser. So, dafür hat ja Yamaha jetzt eine neue Funktion in dem Genos 2, die Dynamikkontrolle, das heißt, die können einfach das Schlagzeug oder die Bekleidung etwas dünner machen. Die ist nicht einfach nur leiser, sondern die spielen tatsächlich dünner. Dezenter. Ja, also wirklich, statt die dann fester drauf haben. Das ist ja neu bei Yamaha. Aber ansonsten bleibt die Grundlautstärke der Bekleidung bleibt natürlich da. Ja. So, jetzt hat man eben die Trompete oder Saxophon einstimmig. Jetzt wollen wir den Captain Cook spielen. Jetzt kommen wir zum Harmonieeffekt. Harmonieeffekt ist bekannt, für mich ein ganz interessanter, wichtiger Effekt. Kam früher von der Orgel aus den 70er Jahren. Das heißt also, da war ja die Idee für die Einsteiger damals eine Orgel, die hatten ja schon Arbeit mit der linken Hand und so. Jetzt tust du den Ensemble-Effekt einschalten und dann macht die Orgel automatisch eine zweite oder eine dritte Stimme. Damit fing das an. Da wird einfach die Stimme mehrstimmig gemacht. Und da kannst du verschiedene Akkorde, zweistimmig, dreistimmig, Blockakkorde, große, weite Akkorde, enge Akkorde, kannst du alles einstellen. Und das Keyboard macht dann aus der Information der linken Hand, macht das Keyboard dann die entsprechende Harmonie oben zu deiner Stimme. Und das ist ja auch eine ganz tolle Sache, ne? Stimmt. Beispiel wäre jetzt, So, Franz Lambert. Franz Lambert, Florian Hutter, Claudia Hirschfeld, wie sie heißen, die Größen der Orgelwelt, die spielen Blockharmonien. Das ist die Spielweise der Orgel. Blockharmonien bedeutet, die spielen mit der rechten Hand vollgriffig, mindestens vier, manchmal auch fünfstimmig und doppeln immer die Melodiestimme mit der linken Hand zusätzlich. Also erste Hand und hier. Und dann immer. Ja. Immer. Wird ja viel. Ja. So, das wäre eine Blockharmonie. Das heißt, das ist ja musikalisch ganz schön anspruchsvoll. Ihr müsst mechanisch vierstimmig spielen, richtige Harmonie. So, da muss man ja wissen, was für Harmonien. So, da habe ich jetzt einfach bei der Harmonie, gehe ich jetzt hier hin und sage, ich wähle jetzt hier mal, Block. Ja? Da macht er das automatisch, das heißt in der linken Hand. Okay? Also kann ich jetzt. Blockharmonie. Das ist der ideale Effekt, wo man das auch gefahrlos, ohne dass man musikalische Fehler macht,
nimmt man die Blockharmonie, die ist nur für das Orgelspielen eigentlich gedacht, und schaltet die ein, und man macht auch musikalisch nichts falsch. Der richtige Akkord wird von links mitgeliefert, und so spielt man auch original Orgel. Also bei der Orgel ist kein Thema, ist das, klappt das ja wunderbar. Jetzt wollen wir mal das Blasorchester holen, Marsch hat da genauso, ne? Das wäre natürlich jetzt sofort 10 schwarze Sternchen. Also jetzt nicht auf die Idee kommen, sage ich, hole jetzt eine Trompete. Na gut, Block muss es ja nicht sein, aber wir machen sie 2- oder 3 stimmig. Könnte man auf die Idee kommen, ne? Kann man machen. Ich würde jetzt eine Trompete nehmen. Oder schöne Flügelhorn. Passt, sauber. Ich habe jetzt so gespielt, wie es sich gehört. Einstimmig. So, jetzt sage ich, ist ein bisschen dünn. Ich mache das jetzt mal ein Trio. Fangen wir mal mit dem Trio an. So, jetzt muss ich das auch anmachen. Könnte man sagen, okay, ist nicht so der Burner, aber ja. Ne? Ja, zur Not ging es. Ne? Aber wir werden ja immer, wir sitzen ja heute hier zusammen, wir wollen ja, soll ja ein bisschen Ticken besser klingen. Jetzt ist die Frage, wie lösen wir das? Wir haben ja eben gesagt, der Solotrompeter, der bläst einstimmig, fertig. Damit ist der Käse gegessen. Was machen wir da? Wie lösen wir das? Ja gut, ich mache neben den Vorschlag gerne mal auf. Ich würde jetzt einfach auf den Part 2 nämlich noch Saxophon mit dazu. Ja? So. Gut, jetzt kann man mit der Lautstärke können wir noch machen. Ja? Also die Lösung ist auch da ganz einfach. Könntet ihr euch jetzt quasi bei Vokalist oder bei dem Ensemble-Effekt dazu tun. Wir haben ja Parts. 3 an der Zahl. 3. Reit 1, 2, 3. Und es gibt es einfach eine feine Regel. Wir haben ja gesagt, der Solotrompeter, der Flügelhornist, der spielt einstimmig. Also kommt bei mir jetzt auf Reit 1 kommt das Flügelhorn. Kann man schön sehen. Ja? Möchte ich jetzt nicht nur ein Blechblasinstrument, sondern weitere haben und möchte auch jetzt, kann aber nicht spielen, ich möchte gerne den Harmonieeffekt einsetzen, da gehe ich jetzt einfach hin und suche mir ein Blechbläser-Ensemble, also ein eigener Ensemble-Sound. Den lege ich mir jetzt auf Reit 2. Gehen wir mal in die Pressgruppe. Da gibt es jetzt Konzerttrompeten, Hörner, nehmen wir mal Hörner, Sektion Horn. Also Section, das ist ein Ensemble. Und jetzt sage ich, der Flügelhornist, der soll ja einstimmig spielen, aber diesen Effekt mit dem Akkord, den soll diese Sektion bekommen. So, jetzt gehe ich mal mit Direct Access da rein. Und jetzt gibt es unten das Zahnrad. Das ist es, das ist das Zauberrad. Da gehen wir mal drauf. So, und jetzt können wir hier schön bei Assign sagen, wer soll dann jetzt mehrstimmig erklingen? Der Flügelhornspieler auf Reit 1? Nö. Der soll nach wie vor, der darf ja nicht. So, dann sage ich jetzt, meine Reit 2 Gruppe, mein Ensemble, das kriegt jetzt den Harmonieeffekt. Okay? So, und jetzt gehe ich noch hin und achte mal darauf, dass die nicht gerade so laut sind. Also jetzt müsste ich noch die Lautstärke anpassen. Na? Mal ein bisschen lauter. Okay.
Und dann könnte ich mit zwei Registrierungen mittendrin einfach mal wählen. Dann kriege ich auch ein bisschen. Okay. Also einfach bei allen Blasinstrumenten würde ich jetzt Folgendes machen. Ich würde immer ein Solo-Blasinstrument auf Reit 1 legen. Und wenn ich jetzt den Ensemble-Effekt einsetzen will, würde ich sagen, okay, dann kriege ich das aber nur eine Gruppe, eine Bläsergruppe. Das kann sein eine Section Brass, das kann sein, gehen wir mal, da haben wir noch, bei den Akkorde, bei den Saxophonen, da gibt es hier Section Soft. Ne? Das ist also eine ganze Saxophongruppe. So. Und das löst zum Beispiel unser Problem mit dem Captain Cook, den wir spielen wollen. Ne? Der Captain Cook, der Solist, der kommt auf Reit 1, der kriegt einen Alto-Sax. Das ist der Captain. Und deine drei Altsaxophonisten, die immer da hinten rumstehen. Übrigens, der Keyboarder vom Captain Cook spielt Kork. So, jetzt mache ich Reihe 2 an und gehe einfach hin und hole jetzt hier ein bisschen eine Section, Woodwind, Soft, bisschen nicht so laut, oder Smooth Saxes. Smooth Sax, also verschiedene Saxophongruppen. So, und jetzt kann ich mal gucken. Wir gehen jetzt mal dick dran. Wir holen jetzt mal 4-Way Close, also 4-Way geschlossener Akkord. Duett ist klar, zweistimmig, Trio, dreistimmig. Und das hier sind verschiedene Akkordformen. Geschlossener Akkord, erweiterter Akkord, also beide Akkordlage. Das kann man sich einfach mal anhören. So. Ganz einfach. Jetzt können wir noch die Lautstärke ein bisschen variieren. Der Solist soll natürlich sich hervorheben. Ne? Und da sind wir jetzt dabei. Breite. Bei den Schlagzeugen haben wir ja die Ambienz, Raumklang. Und wenn wir Breite erzeugen wollen, wenn wir jetzt schon so ein Orchester haben, also man kann sich ja jetzt austoben. Ne? Ich kann jetzt sagen, okay, wir gehen mal in den Mixer und dann schieben wir mal die drei Saxophonisten, die den begleiten, die schieben wir mal nach rechts. Ein bisschen. Ne? So. Die Panregelungen, die machen Breite, die versetzen die Instrumente. Wenn wir Tiefe brauchen, wir wollen ja den Captain Cook nach vorne holen, auch dafür gibt es Einstellmöglichkeiten. Wenn ich also den Solo-Violinist haben will oder den Solo-Trompeter und die anderen im Orchester kommen nach hinten, dann mache ich zunächst mal die Lautstärke. Da gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit. Ich gebe einfach von denen, die weiter hinten sind, einen Schuss mehr Hall rein. Es gibt unglaubliche räumliche Tiefe. Und wenn man dem Vorderen ein bisschen, kleines bisschen Höhen gibt und die hinten stehen, ein kleines bisschen die Höhen wegnimmt, verstärkt das Ganze noch. Das heißt, ich kann tatsächlich dreidimensional, kann ich mir das Orchester aufstellen. Über Pan rechts und links und durch die Lautstärke, aber auch durch Hall, kann ich die quasi räumlich auseinanderziehen. Ja? Aber so tief wollte man nicht gehen. Wie nee, das ist ja der Mixer. Ne, da kannst du das jetzt so machen. Du könntest jetzt bei Effekten, bei Reverb, ne, da könntest du jetzt sagen, der eine kriegt hier die zweite Gruppe, die kriegt jetzt einfach ein bisschen mehr Hall. Ja. War gerade ein bisschen Aftertouch. Ne? Ja, was wir eben besprochen haben. Ja. Da brauche ich. So, also bei allen Gruppen machen wir es so, einen Solisten setze ich mal vorne hin, stelle ich mir so vor. Und dann achte ich darauf, dass natürlich in der Rhythmusgruppe, haben wir eben auch gesagt, kein Saxophon-Sound ist. Ne? Ich habe jetzt bei meinem. Genau, das macht es kaputt. Das würde alles kaputt machen. Ne? So, ich gucke mal in den Style. Gut, hier war es ohnehin eine Orgelbekleidung. Da ist auch, passiert auch nicht viel bei der Variation. Können wir dann auch.
zu hoch. Das passiert mir auch schon mal, wenn man sagt, nee, das geht nicht. Also entweder andere Tonart, was könnte man noch machen? Eine Warze tief. Nee, da haben wir doch die Zaubertaste schlechthin. Transpos. Transpos, ne? So, was immer gut kommt, weil C, wie ist mit Josh Fleury, der, mit dem stehe ich ja immer viel in Kontakt, ne? Der hat mich ja mal furchtbar angemacht. Der hat mich tatsächlich angerufen und da war ich ja ganz stolz, er guckt sich von mir ein Video an. Ne? Und da hat er tatsächlich mich gesagt, wenn das nicht Kanzler sitzt, der hat das absolute Gehör und der kann jetzt nicht sehen, wenn einer spielt und nicht klingt was anderes, wie ich spiele. Ne? Und ich habe dann im F gespielt und habe dann auf Astur transponiert. Das kann er nicht sehen, dann wird ihm schlecht. Ne? Und er sagt, er entweder übst es oder lässt es sein. Ja, ist so. Ne? Interessanterweise in dem Zusammenhang, C-Dur ist eine furchtbare Tonart. Ne? Wenn wir so lange mehr allein spielen und nicht ein Naturklavier haben, da ist nichts mehr transponieren, gehe ich ganz gerne hin. Sieht ja keiner eigentlich, außer Josh Fleury. Und wenn ich ein C-Dur spiele, mache ich ganz gerne, sagen wir zumindest ein S-Dur daraus, also drei Halbtonschritte nach oben. Ja? Man kann das schlecht erklären, ich spiele es mal in C-Dur. So, jetzt mach ich mal S-Dur. Drei Töne. Nee, mal falsch. Nee, ich muss hier dir dran. So, Moment. So. C-Dur. Deswegen Blase zu. Ist ihn so, ne? Könnt ihr euch auch mitnehmen, wenn man daheim alleine ist, ruhig mal. Nur nicht so viel, also keine fünf Töne hoch transponieren, dann fängt es an, klingt es nicht mehr so. Aber sagen wir mal von C nach S, auch gerne von C runter nach B, klingt alles anders, alles besser wie C-Dur. Chöre, Frauenchor, egal, aber Blasorchester, kein Mensch spielt in C-Dur. Die haben alle klingend F-Dur, B-Dur klingend. Wenn man einen Chor singt, da kommen die Frauen nicht hin, die Männer nicht hin. Das ist. Wenn die Akkordeonisten spielen, die spielen alles in F und G, steirische Akkordeons, alle, das sind die Singstimmen. Deswegen klingen die für unsere Ohren auch sehr gut. Ne? So. Genau. Die muss ich ja nicht spielen. Ne? Aber ich würde auf so ein Heft nicht achten, wenn da steht fünf Halbtonschritte hoch oder fünf, das ist zu viel. Ne? Also drei Stück runter. Okay, also ihr merkt, da könnten wir jetzt einen ganzen Nachmittag drüber reden, über diesen Harmonieeffekt. Den würde ich in jedem Fall mal nehmen. Es gibt aber noch einen besonderen Effekt dabei. Nehmen wir mal, wo man es gut demonstrieren kann, die steirischen Instrumente. Ne? Also, wir haben eine Trompete und eine Klarinette. Die wechseln auch immer ab mit der zweiten Stimme. Mal macht die Trompete. Ne? Das kommt drauf an. Denn man muss immer wissen, verschiedene Stücke. Die Klarinette kommt, hatten wir eben ja gesagt, die kommt auch etwas höher. Der Trompeter nicht. Also meistens hat man die erste Stimme Trompete und oben drüber die zweite Stimme die Klarinette. Das wäre jetzt unsere Aufgabe. Wie lösen wir das? Also Trompete und zweite Stimme, nicht die Terz unten drunter, sondern oben drüber. Das wäre jetzt die Aufgabe. Ne? Genau. Also zunächst mal wissen wir, wir brauchen zwei Instrumente. Ich nehme jetzt für die erste Stimme die Trompete. So. Nehmen wir einfach nur noch. Ja, können wir nehmen. So. Dann nehmen wir jetzt für die zweite Stimme nehmen wir eine Klarinette. So, dann nehmen wir nicht die Romanze-Klarinette, sondern dann nehmen wir eine relativ klare, so die. Spiele ich die jetzt zum Beispiel zusammen, kann man gar nicht mehr getrennt hören. Ne? Wenn ich jetzt zweistimmig spiele, spiele ich eigentlich genau genommen zwei Trompeten und zwei Klarinetten. Ne? Klappt nicht. So, ich will also jetzt den
Harmonieeffekt haben. Und zwar so, dass tatsächlich die auseinander klingen. Duett muss es sein. Ne? Ich gehe also jetzt mal in den Effekt rein. Wähle jetzt Duett, ne? Zweistimmig. Genau. Mach mal den an. Jetzt würde ja Folgendes passieren, wenn ich den Effekt anmache. So, ich mache jetzt mal gerade Reit 1 laut. Ist immer noch zweistimmig. Jetzt mache ich mal die Klarinette. Moment, ich muss die. Die ist einstimmig. Die ist deswegen einstimmig, weil ich habe hier gesagt, der sucht sich immer die erste Stimme aus, Auto. Oder wenn ich jetzt hingehe, mache Reit 2, dann ist die Klarinette zweistimmig. Und die Trompete einstimmig. Damit komme ich aber nicht weiter. Das heißt, einer von den beiden Parts ist jetzt immer doppelt zweistimmig. Ich will aber eine Trompete und eine Klarinette haben. Da gibt es Multi. So, jetzt mache ich mal Reit 2 leise. Trompete. Das ist die zweite Stimme. Die besteht ja nur aus den Akkordtönen. Deswegen kommt da nichts anderes wie die Akkordtöne aus der Lingen. Ja? So. Machen wir die Klarinette ein bisschen lauter. Okay, schon gut, ne? Da wäre natürlich so eine Nummer, wo man sagen, wenn wir jetzt schon in den Bergen sind, da brauchen wir Hall. Erstmal machen wir die beiden auseinander und die kriegen natürlich den Schlager Hall. Und ich mache das noch ganz dick. Die kriegen noch ein Echo. Ja, das ist Schlager. Ja, jetzt müssten jetzt die Ohren klingeln. André, ich habe den André gemacht. So. Das ist natürlich nicht der richtige Rhythmus, ne? Das geht ja gar nicht. Ja. Sauber getrennt. Nachteil bei dieser Spielweise ist, der macht die zweite Stimme jetzt immer nur aus den Akkordtönen der linken Hand. Ich kann also nicht jetzt selbst diese Terz bestimmen. Das ist das Problem bei dieser Spielweise. Und wir haben die Klarinette jetzt noch eine Oktav zu tief. Ne? Wir wollten hier oben drüber haben. Ne? Das ist relativ einfach zu lösen. Da gehe ich hier auf diese Voice Part Setup Seite. Und da kann ich jetzt einfach der Klarinette bei der Oktave. So eine Sache, ne? Also der macht bei dieser Einstimmung, macht er zweistimmig und trennt diese beiden Stimmen. Und dann runden wir das Ganze noch ab. Gehen wir nochmal in den Effekt. Jetzt haben wir hier, das haben wir der Duett gewählt. Wenn man jetzt hier ganz runter geht, da gibt unten Multi-Assign auch nochmal den gleichen Begriff. Jetzt wähle ich mal den. Und jetzt passiert Folgendes. Einstimmig. Passiert nichts. Ne? So, machen wir die linke Hand, den Teil machen wir raus. So, und jetzt spiele ich mal zweistimmig. Ne, jetzt nicht, bei der Einstellung nicht. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt mal, mache hier mal die Oktave ein bisschen immer runter. Die Trompete. Jetzt habe ich die mal leise. So. Ah,
eigentlich gehört diese Funktion gar nicht da rein. Bei diesem Harmonieeffekt ist ja eigentlich gewollt, dass ich links einen Akkord spiele und die rechte Hand macht einstimmig und wird daraus dreistimmig gespielt. So, nur ganz zum Schluss dieses Multi-Design, der trennt zwei Stimmen. Etwas ausgefeilter hat man bei dem Yamaha dann noch die Möglichkeit, diese Ensemble Voices zu nehmen. Ne? Kennt ihr? Das ist eigentlich der viel bessere Effekt. Bei den Ensemble Voices habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, ich kann bis zu vier Stimmen getrennt spielen. Ich schlage vier Tasten an und die werden sauber auch getrennt. Wäre eine Möglichkeit. Das kann ich zwar nicht mit allen Instrumenten machen, aber da gibt es einen eigenen Instrumentenfundus. Bei Klassik kann man es gebrauchen. Also in der Praxis mit der Einsatzmöglichkeit, ja, muss man gucken. Ensemble Voices, die trennen also die Stimmen. Für mich ist das aber keine Lösung, weil, wenn ich Ensemble Voices nutze, schaltet der alles auf Part 1, 2, 3, 4 und Left. Das heißt, bei Ensemble Voices, egal ob ich 2, 3 oder 4 Stimmen spielen will, ist die linke Hand tot. Kann ich leider nur Akkorde eingeben. Gut, das war jetzt schon wahrscheinlich relativ viel, ne? So, und dann können wir noch. Ja. Wir haben ja noch. Willst du nicht mal eine Pause machen? Nö. Was trinken wollen? Nö. Ich habe jetzt, da kommen wir jetzt, wir haben ja jetzt schon viel gemacht, ne? Ja. Die James Last Streicher, das wäre interessant. Ja, auch gut, dann wäre jetzt mal. Schwarzer Stern. Für wen? Für mich? Nö. James Last Streicher, da wird mir jetzt, wie ich das auch so, wir hören uns jetzt einfach die Geigen an, wir hören den Streicher an, die machen ganz viele Geigen. Der James Last hat aber so die Art, der hat keinen Solisten, also keine, der hört man nie eigentlich einen Solo-Violinist. Normal, wie wir eben geübt haben, würde man sagen, wir nehmen auf Part 1, nehmen wir eine Solo-Violine, könnten wir mal probieren, aber der macht natürlich unwahrscheinlich viel Fläche. Ja. Also da würde ich jetzt Folgendes probieren. Ich würde jetzt tatsächlich mal hier eine einstimmige Flöte nehmen. Violine. Eine Violine. Würde aber jetzt auf dem Part 2, ich will ja jetzt richtig dicke Breite haben, da würde ich jetzt hier so ein Film oder Cinema, den muss man ausprobieren. Geige, ne? Und dann würde ich auf den dritten, würde ich jetzt nochmal Geige drauflegen. So, ich habe jetzt zweimal Geigen. Ich zeige mal das erste Bild. So. Violine, Reit, zwei Sematic Kinostrings und eine Violine. So, ich brauche jetzt bei dem Geigen, bei dem James Last brauche ich nur breite Fläche. Also bin ich wieder beim Mixer, mache in jedem Fall mal die beiden Ensembles links und rechts. So, den Solist lasse ich in der Mitte, aber den muss man nicht gerade so stark hören. Die kann man, mache ich jetzt mal relativ gleich. Dann gehe ich natürlich hin und sage, ich mache hier Konzerthallen. Und da sparen wir auch nicht mit. Ja, das gilt. Und dann machen wir hier noch das Echo rein. Ja, wir hören mal an. Zurückdrehen können wir ja immer noch. So. Das ist das Problem. Nachteil bei Yamaha wird jetzt deutlich. Ich habe jetzt vorher einen Style ausgesucht. Ich würde das gerne. Das ist blöd. Das hat Yamaha schießen geredet. Das ist so ein Style. Ich gehe jetzt nochmal gerade in den Bell rum und sage jetzt mal, ich will hier. Halt. Jetzt ist nämlich Folgendes passiert. Ich gehe nochmal in die Effektsektion. So, da ist schon mal der Effekt umgesprungen. Aber gut, kriegen wir noch hin. So. Ne? So. So, und jetzt machen wir hier ruhig mal mehrstimmigen Effekt. Wolltest du ja auch einen mehrstimmigen Effekt haben, ne?
So, da sagen wir jetzt, eine von diesen beiden Gruppen soll noch einen mehrstimmigen Effekt kriegen. Da haben wir Trio. Und zwar eine der beiden Gruppen, nehmen wir mal Reihe 2. Warum kommt der Effekt nicht? Also ist nicht laut genug. Doch, doch, kommt. Wenn wir hier ein bisschen lauter machen. Das liegt wohl daran, dass jetzt, das ist auch ein Nachteil von diesem Gerät, der Splitpunkt verdreht worden ist. Ja. Das ist, da haben die was. Ja, genau, ne? Ah, ja, genau. So. Wäre aber für den James Last falsch. Last hat zum Beispiel immer alles ganz einfach arrangiert. Das ist das Geheimnis seines Erfolges. Der spielt fast nur Arpeggien aus den Akkorden und spielt nur eingängige Melodien, die meistens nur sich innerhalb von 5 Tönen bewegen. Das ist nämlich sehr eingängig. Und er lässt die Geigen sehr oft auch tatsächlich nur einstimmig spielen. Du, da kannst du jetzt anfangen zu feilen. Gefällt mir nicht, anderen Streicher Sound noch nehmen, ne? Ja, das ist bei mir auch so. Ich mache eine Registrierung und dann fange ich an zu spielen. Denke ich, ach, das ist ja wunderbar. Am nächsten Morgen setze ich mich dran, höre ich mir das nochmal an, denke ich, das klingt aber schlecht. Genau, ja? Ja, ich mache es ganz oft. Ja. Ich kenne mich gleich gewollt und dann auch so. Ganz wichtiges Thema, geht auch hin, wir haben eben ja gesagt, wichtig ist, wie wir die Instrumente einsetzen, damit es einfach ein Ticken schöner klingt. Und da gibt es so, sagen wir mal, ein eindrucksvolles Beispiel, Banks of the Ohio. Ne? Das ist in jeder Keyboard-Schule im Band 1 auf Seite 3. Das ist der erste Schritt. So, und zwar, weil das geht nur mit 5 Tönen, ne? So, jetzt würde ich anfangen, Intro. Es geht also um den Spannungsbogen. Spannungsbogen. Ganz einfach. Ganz einfache Melodie. So, und jetzt war eben, was wir gesagt haben, wenn ich spiele. C-Akkord. Haben wir eben ja. Oder Arpeggio nur von dem Akkord. Das war natürlich, was alle machen, zum Schluss halbe Ton höher. Ne? Gut, wie machen wir das? Wie machen wir einen Übergang? Wie modulieren wir das? Jetzt geht ja wieder los.
Ja, ne, wir hatten eingangs mal über die Schwester von der Tonika geredet, ne? Ne? Also, gibt es, wie gesagt, das macht ihr nicht, wenn der Schorsch Flöri in der Nähe ist. Ja, dann macht er das nicht. Das kann ich, eine Modulation in eine nächsthöhere Tonart oder in eine andere Zieltonart, denn der einfachste Weg ist, man nimmt von der Zieltonart, wo wir hinwollen, die Dominante. Die fünfte. Ja? Jetzt können wir so, muss man das wissen? Jetzt, wir wollen ja C-Dur machen, das läuft, ne? Nur weiße Tasten. Wir wollen jetzt nach Cis-Dur. Gut, das ist jetzt Cis-Dur, ne? Also E, Fi, 4, H-Dur, hat 5, Fis-Dur hat 6, 7. 7 Kreuz. Ich mache normalerweise alles in A-Dur, mache 3 Kreuze, wenn vorbei ist. Ja. So. Also Cis-Dur, ne? Spätestens da tut immer die Hälfte sagt, oh, das ist alles so kompliziert, ne? Ja, muss ja nicht sein. Genau. Und jetzt ist das ganz simple, einfache Lösung. Ich muss jetzt zur Dominante, ja. Ne, von Cis. Okay, das wäre dann Cis. Ach du je, Sanja. Ne? Ich muss das Problem. Bevor wir G7 spielen, das G7 würde uns ja wieder zurückführen zu C. Nach unserem Gefühl kommt nach der Dominante immer wieder der Grundakkord. Ne? Das verlangt. Genau. So, wir wollen aber zu Cis. Wir wollen also bis. So. Jetzt machen wir noch Folgendes. Wir tun einfach die Transpos-Taste, das ist das ganze Geheimnis. Bevor wir G7 spielen, drücken wir die Transpos-Taste. Dann wird da draus Gis. Ne? Jetzt Achtung. Dann spiele ich ein C weiter. Ne? Also, das ist eigentlich ein 6.000-Euro-Tipp. Oh. Ne? Womit wir wieder beim PIN wären. Ja. Ja, ist ja schon bezahlt. Da haben wir die 3, die eben den PIN gelernt. Ne? Also, modelliert einfach, man modelliert das einfach rein, indem ich jetzt einfach G7 spiele. Aber ich will ja nicht G7, ich will ja Gis. Also, ich drücke vorher die Transpos-Taste, dann wird aus meinem G7 wird ja Gis. Und wenn ich wieder auf C gehe, habe ich Cis. Ne? Man kann schon ruhig 3 Strophen machen. Und interessant, so eine Tonartsteigerung habe ich letzte Woche ein neues gemacht. Also ich spiele das gleiche Lied, hier dieses Bengsos zu Hayo, und habe ich als Einladung hab das gespielt und habe das gleiche Lied einen halben Ton höher auf dem Instrument gespielt. Da habe ich gesagt, was klingt dann besser? Und ich so, das klingt besser. Wenn du vorher C hörst und spielst einen halben Ton höher, das gibt einen unglaublichen Effekt. Ne? Oh. Spannungsprobe. Ne? Und noch ein Beispiel, dann machen wir nochmal Päusken. So. Home on the Range. Ganz einfach. Warum nicht mal versuchen mit 3 Tönen, wie der Waller das ja hervorragend kann, mal Klavier spielen. Ne? Und jetzt kommt zum Beispiel, da steht der Uwe so drauf, ich allerdings auch. Bossa Nova. Nehmen wir mal den Style. So. Guck mal, was ich mit dem Bossa Nova Style gemacht habe. Ja? Moment. Gitarre. Nur die Gitarre. Ja. So, eine Nummer, die jeder kennt, die ideale spielen können. Beispiel. So.
kann ich mich so langsam, ne, üben. Ja, dann wissen wir, dass jetzt zum Beispiel hier auf der nächsten Spur, da auf diesem Rhythmus, die habe ich jetzt hochgefahren auf 127. Machen wir mal vorher ohne. Passiert Folgendes. Achtung. Noch eine Spur. Jetzt alles Mische beispielen. Ne? So, das kann doch von euch jeder spielen. Ja. So, jetzt habe ich ja alles verraten von mir. Ne? Jetzt wisst ihr, das ist ja alles ganz einfach. Ne? Ja, ne? Also ihr müsst wirklich nur diese Bassläufe machen, diese Inver, die Bassinversion machen. Ja. Ich habe das noch nicht verstanden mit der Transponierung. Wenn ich von C auf Cis will, ja, dann ist doch nur ein Halbton, oder? Ja. Also, und warum muss ich dann den Weg über die Dominante gehen, über G, wo bist du dann? Muss man nicht, aber das soll ja schön sein. Ne, also da wird sich jeder ist Orchester, wird sich jetzt zum Beispiel schütteln, wenn du jetzt spielst C. Ne? So. So. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt machen wir höher. Geht natürlich. Aber du erzeugst Spannung, wenn du den Umwisch über das ist ein reines. Ja. Ach so, du meinst nicht von C auf Cis direkt, sondern C, genau. C, G, Gis und dann. Genau. Du findest ja ganz tolle Arrangements, die leben ja davon, dass manche, die machen so einen Übergang, so eine Modulation, die machen da 8 Takte draus. Ja, ja. Ne, die schafft. Das ist dann so abrupt, wenn ich. Genau. Dann, ja, also so ein Leuten. Genau. Genau. Die, ja. Ja, ja, da gibt es welche, die modellieren über 8 Takte. Ne? Die schaffen dann, sag mal, weil von C nach C ist es ja relativ einfach. Wenn du jetzt einen exotischen Sprung machst, dann willst du jetzt von C auf Gis oder so, ne? Da musst du dich schon durch mehrere Harmonien durchhangeln, ein bisschen melodisch machen, damit das nachher sagt, das muss zwingend jetzt Gis-Dur sein. Ja? Da machst du also C, G und dann drückst du die Taste. Vorher, vor dem. Dann habe ich ja schon Gis. Ja, ne? Dann spiele ich wieder C weiter. Ich spiele C weiter. Okay. Weil der hat ja dann schon hochtransponiert. Okay. Ne? Das wäre die Möglichkeit. Dann greife ich das gegen. Okay. So, dann machen wir ein Päuschen noch. Nehmen wir los. Ja.